Moin, moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, meine Freunde von Robin TV. Wir stehen in Ivalo und ich habe mir gedacht, eine kleine Runde Kick in den Steinbruch kann man machen. Eine entspannte kleine Folge. Einmal zum Warmwerden für mich. Weil ich bin in der Aufnahmeserie. Das heißt, wir hängen jetzt einmal unseren Trailer hier in Ivalo an. Ihr seht es auf der Map. Da steht auch Ivalo. Keine Ahnung, wie viel da jetzt los ist. Aber ja, da rechts steht der Trailer. Sprit haben wir genug. Das heißt, wir kuppeln da jetzt ganz entspannt an. So, einmal kurz richtig hier hinsetzen. Und dann. Immer hier ein bisschen aufpassen. Ach, den Blinker sollte ich auch anlassen in der Kurve. So, jetzt aber. Ich muss noch einmal kurz ranfahren hier. Das gefällt mir hier gar nicht. So, jetzt. Ja, wenn man nicht gerade sitzt beim Fahren, das geht dann auf den Rücken. Das wollen wir ja nicht. So. Zack. Für meine aktiven Zuschauer, ihr kennt es jetzt erstmal die Zufahrt Richtung Steinbruch über Otsuki. Warum ich Kekenes nicht nehme? Ihr wissen es, da ist ja immer der Punk, da geht ja immer der Punk ab und da ist es immer zu voll, um den Trailer anzuhängen. Deswegen nehme ich ihn mehr Ivalo. Jetzt lassen wir mal ganz entspannt rollen. Hier durchs Örtchen. So, ganz vergessen, meinen Sound einzustellen. Das kann ich auch während der Fahrt machen. Dafür drehe ich einfach nur am Brettchen. Einmal am EZ. Einmal im JBL 810.
So, da oben ist Otsuki. Ich weiß auch noch nicht, ob wir rein und wieder rausfahren. Man weiß ja nicht, wie voll der Steinbruch jetzt ist. Kann natürlich auch sein, dass wir in 30 Minuten unten sind. Man weiß es nicht. Genau, da vorne geht's runter. Schön entspannt. Ja, ich habe nur geguckt im Tab, ob der von vorne oder von hinten kommt. Sehr schön. So, da ist Otsuki. Tanken müssen wir nicht. Hier rechts wäre nämlich jetzt eine Tankstelle. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, dass wir noch mal tanken müssen heute. Fahren wir hier mal einmal kurz die Nebenstrecke. Ich bin vor einer guten Stunde auch erst aufgestanden. Es ist 8:48 Uhr. Bin mal gespannt, was gleich im Steinbruch los ist. Also, man weiß es vorher ja nicht. Man kann natürlich vorher nachgucken. Es gibt den eine oder andere App, wo man sehen kann, wie voll es im Steinbruch ist, aber
Schauen wir einfach mal. So, hier muss ich leider einmal auf die Gegenspur fahren. Ja, hier, das haben sie ganz schön eng gebaut. So, einmal kurz die Zugmaschine repariert. Mal gucken, wann ich die erste Lok heute sehe. Oh, da dahin sieht aber schon nach Regen aus, schon wieder. Eieiei. Aber okay. Jetzt haben wir noch ein paar Kurven, dann kommt der Flugplatz und nach dem Flugplatz kommt quasi schon die Einfahrt. Guten Morgen, ihr beiden, gute Fahrt. Okay, keine Antwort ist auch eine Antwort. Suche ich Speedy? Ja. Dann suchen wir weiter. Hoi, oh. Ich muss mir einmal die Nase putzen, ihr habt's gehört. Leichte Erkältung ist incoming. Oh. Sorry. Sorry dafür, dass ich euch jetzt angenießt habe, aber die Erkältung ist so leicht am Kommen. Ah. Ich wollte halt so tun, als ob ich keine Erkältung hätte. Aber ich brauche euch das nicht verheimlichen. Muss ja trotzdem meine Aufnahmen machen. Weil das Leben geht weiter im Real Life und auf der Plattform YouTube. So. Gleich dürfte der Tab auch ziemlich schnell voll werden, weil wir ja gleich Richtung Einfahrt Steinbruch kommen. Vielleicht ist auch gar nichts los, keine Ahnung.
immer wieder schön hier Richtung Steinbruch zu fahren, um dann zu wissen, man steht dann doch im Stau. Erstmal geguckt, ob ich überhaupt auf der richtigen Map bin. Aber doch. Ja. Ja, ich gucke immer wieder in den Tab rein, aber viel ist das nicht. Normalerweise, wenn wir hier lang gefahren sind, war die Tabliste voll. Aber vielleicht stehen sie auch unten alle am Staudamm. Man weiß es nicht. Ja, hier sind wir schon mal drin. Jetzt mal gucken, was passiert auf dem Weg nach unten oder nach oben, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Noch geht das hier alles. Dahin, der Kollege mit seiner Lok ist ganz schön flott unterwegs. Ich lasse den mal eben vorbei. Mit seiner Lok. Ja, hier wird man immer Aufliegerschaden bekommen, weil ihr habt gesehen, ich habe ziemlich weit ausgeholt und trotzdem bleibt er da hängen. Also gut.
Ja. Ich muss noch mal kurz erneut einsetzen. Wenn man hier die Kurve nicht richtig nimmt, ja, dann kommt man da auch nicht rum. So, da ist der Kollege wieder mit der Lok. Okay, keine Ahnung, wo der hin will, aber okay. Na, ich hab den mal kurz reportet. Warum muss man hier im Steinbruch denn überholen? Wenn man keine Zeit hat, soll man hier nicht fahren.
Kollege mich da rechts fest. Hinter dem Tanker. Ja, ich bin von vornherein falsch in die Kurve reingefahren. Leute, hupen bringt hier nichts. Guck mal, vor uns ist jetzt der Kollege, den ich reportet habe. Was hat's dir gebracht, jetzt zu überholen? Sieht jetzt den hellgrün leuchtenden Punkt? Morgen, Marcel. Ich höre dich zwar nicht, aber ich denke mal, du hast guten Morgen gesagt. Ja, klar und deutlich. Ich weiß, den habe ich reportet, der hat zweimal mich überholt, alles gut. Ich bin auch am Aufnehmen für YouTube, also alles gut. Und wenn die meinen zu hupen zu müssen, die sind im Steinbruch, da fahre ich ganz entspannt und gemächlich meine 20 km/h. Nee, das war aber. Wenn man überlegt, in den alten Zeiten, hier konntest du früher nicht überholen. Weil hier alles so voll war. Aber hier ist ja mal gar nichts los.
Jetzt fährt der grüne Punkt auch noch übers Wasser. Guck mal da hinten. Ja, genau du mit dem Michelin-Anhänger. Jetzt überholt die 17 auch noch, alles klar. Also, ja, Jungs, das passt nicht. Ich lasse mal einmal vorbeifahren. Und ich gehe davon aus, dass wir hier nicht mehr rausfahren, weil ganz ehrlich, es lohnt sich nicht vom Action-Faktor. Normalerweise stehst du hier oben, alles knubbelt sich und so weiter und so fort, aber siehst du mal gar nichts. Normalerweise würde ich mich jetzt da unten hinstellen. Komm, Schild, gute Nacht. Aber ich werde mich jetzt hier mal hinstellen. Werde noch mal einen Meter vorziehen, dass ich hier keinen blockiere. Ich denke mal, ich bleibe jetzt hier mal stehen. Da ist der Steinbruch. Da ist die Brücke. Und ich sage, ciao mit Frau Robin. Tschüss.